Hallo, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Altbewährtes Format, deswegen ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe mich mal wieder durch einige Proteinriegel durchgetestet. Sehr, sehr viele davon sind vegan und vor allem, weil jetzt auch Veganuary ist, dachte ich mir, mache ich es anders als in den anderen Videos und packe euch zuerst die ganzen veganen Riegel hin und danach kommen die nicht veganen. Wie gesagt, das sind in diesem Video eh nicht so viele, aber trotzdem, glaube ich, ein paar spannende Neuheiten mit dabei. Ich packe euch aber sowieso auch in die Infobox wieder die Timestamps zu den Marken, weil ich weiß, das Video ist sehr lang, sehr viel getestet, deswegen ist es, glaube ich, ganz praktisch für euch, wenn ihr dahin skippen könnt zu den Dingen, die euch interessieren. Ich freue mich aber natürlich trotzdem, wenn ihr das ganze Video anschaut. Das hilft mir auf jeden Fall weiter wegen Algorithmus und so weiter und so fort. Zutaten, Nährwerte, Preis und wo ich den Riegel gekauft habe, immer mit da drin. Gerne dafür einen Daumen nach oben da lassen schon mal. Und ansonsten natürlich jetzt aber ganz viel Spaß mit den ganzen Riegeln. Zwei neue Riegel von Y-Food geschenkt bekommen tatsächlich. Also nicht von denen, sondern die wurden mir mitgebracht. Jedenfalls sind das vegane Riegel. Einmal in der Sorte Brownie Chocolate und hier in Raspberry Chocolate. Bisher nur die nicht veganen Riegel von denen und die mochte ich immer nicht so gerne. Also hat mir immer einen Ticken zu künstlich und zu süß meist geschmeckt. Aber erstmal kurz Nährwerte und Zutaten. Wir haben 60 Gramm Riegel, also relativ große, schwere Riegel. 225 bzw. 212 Kalorien und 9,6 bzw. 10 Gramm Protein pro Riegel. Jeweils noch die Zutaten, bzw. erstmal hier oben ist auf jeden Fall Haselnusspaste mit drin. Gesüßt wird mit Maltit, wir haben aber auch Sucralose mit drin. Kaunips sind mit drin, Haselnüsse auch nochmal. Und hier unten es sind gefriergetrocknete Himbeeren 1%, rote Beete für die Farbe, I guess. Und so schauen die beiden dann aus. Also oben offensichtlich Raspberry und unten Brownie. Wir haben hier auch noch so Soja Crispies mit drin. Ich habe das gerade gesehen, den Querschnitt, und überlegt, was da für Nüsse drin waren. Aber das sind die Soja Crispies. Yes, also ich kann bei beiden schon mal sagen, sind mir persönlich, also ich weiß nicht, ich finde, der Geschmack von der Schokolade ist too much. Also das ist so ein fettig-kakaoiger Geschmack. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich das meine. Ich finde es zu dominant. Das ist mir too much einfach. Hier Raspberry finde ich noch schlimmer sozusagen. Also, hier habe ich irgendwie sehr dieses künstliche diesen künstlichen Fruchtgeschmack, den ich ja gar nicht gerne mag. Also da wird mir tatsächlich ein bisschen übel von. Der hier unten ist auf jeden Fall besser, hat auch die richtig schöne Haselnussnote, aber es ist mir trotzdem echt einfach too much. Es ist zu viel Geschmack irgendwie einfach. Weil dadurch, dass da eben noch diese Haferflocken mit drin sind, macht es das so eine ultra dense Konsistenz, also so richtig dicht irgendwie. Und das, also Konsistenz plus dieser fettig-kakaoige Geschmack, das ist mir einfach zu viel. Ich habe in Berlin am Hauptbahnhof super zufällig neue vegane Proteinriegel gefunden von dieser Marke hier. Das ist auch, glaube ich, keine deutsche Marke, sondern irgendwas, was ist das? Schwedisch? Salted Caramel, Raspberry Rules und Chocolate Shock. Wir haben hier 60 Gramm Riegel, unterschiedliche Kalorienangaben. Also der hier Salted Caramel hat 188 Kalorien, 14 Gramm Protein. Der Raspberry hier hat auf jeden Fall mehr mit 237 Kalorien und 12 Gramm Protein. Und dann der Chocolate hat 238 und 12 Gramm Protein. Erste Zutat Reissirup, dann haben wir dunkle Schokolade, in der auch ganz normaler Zucker mit drin ist. Wir haben an Protein Erbsenprotein, wir haben Weizenprotein mit drin, Haferflocken sind mit drin, Oligofructose, Kakao, Kakaonips, Aroma ist mit drin und that's it, I guess. Hier in dieser Himbeersorte sind auf jeden Fall auch noch Himbeerstückchen mit drin, 2,8%. Für euch wundert diese Schokolade hier, wenn die so aussieht, das heißt nicht, dass sie schlecht ist, die ist einfach nur angelaufen. Das kann passieren, heißt aber nicht, dass sie schlecht ist. Genau, und jetzt seht ihr hier einmal die Riegel im Querschnitt. Also ihr seht, da sind auch tatsächlich so ein bisschen Stückchen immer mit drin. Also hier bei dem unteren zum Beispiel Kakaonips oder eben diese Himbeerstückchen auch. Ich muss sagen, die Konsistenz finde ich nicht ganz so nice. Ist relativ hart. Die Schokolade finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die beste. Also da hatte ich irgendwie schon bessere Schokoladenüberzüge. Aber so an sich würde ich sagen, ist es ein solider Proteinriegel. Also auch alle drei Sorten tatsächlich. Der Raspberry ist mir auch nicht zu künstlich. Ihr wisst, ich bin mal so, wenn da irgendwie so Frucht drin ist, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich finde, hier geht es voll klar. Also ein bisschen künstlich ist. Aber dadurch, dass wir echte Himbeerstückchen noch mit drin haben, gleicht es das gut wieder aus. Ansonsten muss ich sagen, dieser Salted Caramel hier schmeckt nicht wirklich nach Salted Caramel. Also der ist lecker, aber ich finde es jetzt nicht wirklich Caramel und nicht wirklich Salted. Aber der erinnert mich an irgendeine Süßigkeit. Komm nur mal wieder nicht drauf an was. Irgendwas Keksiges. I don't know.
Ihr wisst, ich freue mich über jeden neuen veganen Proteinriegel auf dem Markt, den ich testen und bewerten kann. Freut mich umso mehr, wenn es dann auch in der Drogerie ist. Hier auf jeden Fall Leinberger Vegan Bar in Peanut. Ich glaube, das ist auch der erste vegane Riegel von denen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist mit 35 Gramm auf jeden Fall ein recht kleiner Riegel. Dementsprechend auch nur 130 Kalorien und 9 Gramm Protein. Gar nicht mal so schlecht für einen Veganriegel. Unter anderem Maltit. Ansonsten haben wir drin Maltodextrin, Maltit und Xylit nochmal. Ist auf jeden Fall nichts für Gluten- oder Sojaunverträglichkeit. Wir haben hier nämlich hauptsächlich Weizeneiweiß. Sojaeiweiß ist drin. Reis und Erbse. Ansonsten gehackte Erdnüsse, 3,7%. So schaut der aus. Ist leider vorhin ein bisschen geschmolzen. Aber ihr seht auf jeden Fall hier die gehackten Erdnüsse. Konsistenz kann man machen. Ich finde allerdings, also sandig ist er auf jeden Fall schon. Ich finde, man merkt hier, dass der vegan ist. Jetzt, wo ich das mit dem Sesam gelesen habe, verstehe ich, woher der Geschmack kommt. Weil der hat so einen Beigeschmack. Und ich glaube, das ist das Sesamaroma. Was vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Röstaroma reingeben soll, könnte ich mir vorstellen. Ich finde, Sesam gibt irgendwie mal so ein bisschen geröstete Vibes. I don't know. Erinnert mich irgendwie sehr an diesen von Vegans. Ganz früher, falls ihr euch an die erinnern könnt. Das waren somit die ersten veganen Proteinriegel, glaube ich, die von Vegans. Und da gab es auch eine Erdnusssorte und der hatte so einen ähnlichen Geschmack. Da erinnert er mich ein bisschen dran. Streng genommen kein Proteinriegel, zumindest steht es nicht drauf. Aber ich habe euch mal auf Instagram abstimmen lassen, ob es okay ist, wenn hier auch ab und an nicht Proteinriegel mit dabei sind. Und dem ist wohl so. Dementsprechend kommt der hier mit rein. Der ist von Vegans. Sorte Chocolate Peanut Caramel. Das sind einmal die Nährwerte. Die Zutaten. Ihr seht, wir haben ja auch ganz normal Rohrzucker mit drin. Ansonsten wird mit Reissirup und Agavendicksaft noch gesüßt. Und wir haben eben auch Sojaprotein und Reisprotein mit drin. Ich finde es komisch, ehrlich gesagt, dass hier nicht Proteinriegel draufsteht. Oder ich übersehe es gerade und bin komplett beknackt, aber es steht hier nicht drauf, oder? Weil die Nährwerte sind eigentlich auch nicht so schlecht. Es sind 50 Gramm Riegel, heißt einmal die Hälfte, sprich 230 Kalorien und 9 Gramm Protein. Was für einen veganen, also für einen, es wäre eine normale Proteinangabe für einen veganen Proteinriegel. Also für einen veganen Proteinriegel sind 9 Gramm Protein recht häufig aufzufinden in den Nährwerten. Dementsprechend hat mich das jetzt auch verwundert, dass hier nicht irgendwie Protein draufsteht. Vielleicht erreicht es aber nicht die Grenze. Also ich weiß, dass es einen bestimmten Prozentteil an Protein haben muss, um Proteinriegel draufzuschreiben. Aber man könnte ja sonst irgendwie, ich glaube, Proteinquelle oder so darf man dann mit draufschreiben. Naja, egal. Wobei, Moment, hier steht Bio-Proteinriegel. Warum steht das hier vorne nicht drauf? Jetzt bin ich wirklich maßlos irritiert. Okay, also es ist doch ein Proteinriegel. Passt also doch hier rein. Naja, so schaut er auf jeden Fall aus. Ihr seht, ziemlich nice und schmeckt auch echt gut. Also richtig schön karamellig. Ist auch sehr, sehr süß. Aber wir haben ja auch verschiedenes an Süße mit drin. Sind auch 35 Gramm Zucker, aber ja, also wir haben diese zwei Schichten, diese karamellige Schicht, unten der Boden, so ein bisschen knackiger. Schokolade finde ich nicht so geil, aber ich mag die von Vegans irgendwie, glaube ich, generell nicht so gerne. Oh, Fliege, Hilfe. Naja, jedenfalls seht ihr, es ist so eine karamellige Schicht. Ich finde es echt lecker. Ein neuer veganer Proteinriegel von Rhubarr. Ich kenne schon ein paar Proteinriegel von denen. Ich glaube, Hazelnut und Peanut sind das. Aber das hier ist irgendwie nochmal ein anderer. Ich glaube, die anderen sind nur Protein und das hier ist High Protein. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das hier Chocolate Covered Peanut Butter. Ist ein 40 Gramm Proteinriegel, 210 Kalorien und 11 Gramm Protein. Ich würde sagen, normal für den veganen Proteinriegel. Ich war gerade irritiert, weil da oben Haselnuss steht, aber das gehört zur Schokolade. Also in der Schokolade sind Haselnüsse mit drin. Gesüßt wird die mit Erythrit, was ich sehr cool finde. Dann haben wir Erdnüsse drin, Erbsenprotein, Kokosnusssirup, Tapioca-Sirup, Reisprotein, Erbsenprotein, Peanut Butter haben wir mit drin. Und so schaut der Riegel selbst dann aus. Also ihr seht, wir haben da so Erdnussstückchen mit drin. Und die finde ich auch super nice. Die geben so einen richtigen Crunch mit rein. Wobei, nicht mehr wirklich Crunch, sondern so ein, ja, einfach Textur. Die sind richtig knackig, genau, so kann man sagen. Allerdings finde ich den Geschmack irgendwie überhaupt nicht gut. Also ich finde, es schmeckt kaum nach Erdnuss. Kennt ihr so Peanut Butter, die so super hell ist. Falls ihr meinen Peanut Butter Test gesehen habt, ihr wisst, was ich meine, die dann auch immer so ein Ticken muffig schmeckt. und ich finde, so schmeckt der Riegel für mich ein bisschen. Also es ist super, super, also minimal Erdnussnote. Und die Erdnussnote, die man hat, die ist nicht so nice. Also ich finde, es ist kein schöner Erdnussgeschmack, muss ich leider sagen. Die Konsistenz finde ich echt gut, aber
den Geschmack leider no. Also anscheinend ist das hier jetzt das Ding geworden, dass ich immer direkt mehrere Sorten einer Marke teste. Und deswegen machen wir das hier mal wieder. Das ist jetzt Cereal. Die gibt es beim Alnatura. Und ich habe die drei Sorten Brownie Style, Banana und Peanut Butter. Und das sind, glaube ich, auch die drei, die es aktuell so gibt. Sind auf jeden Fall vegan. Und hier haben wir einmal die Nährwerte. Es sind 45 Gramm Riegel. Das heißt so um die 10 Gramm Protein und 200 Kalorien, etwas mehr, ein bisschen weniger bei dem mit Banane. Okay, wow, ich hätte da vielleicht früher drauf achten sollen. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die alle vegan sind. Und jetzt sehe ich hier bei dem mit Banane, dass da Molkeneiweiß, seht ihr hier oben, Molkeneiweißkonzentrat drin ist. Supi, also die Sorte ist auf jeden Fall nicht vegan, die anderen beiden sind es allerdings. Genau, oben ist Peanut, da mit 42% Erdnüsse. Wir haben Agavensirup, Dattelpaste und dann kommt das Protein hier aus Reis und Erbsen. Olivenöl haben wir mit drin. Hier ist auf jeden Fall auch noch Bananenaroma. Ich weiß nicht, ist da überhaupt wirklich... Ah doch, getrocknete Bananenstücke sind 37% sogar drin. Und hier unten Agave, Dattelpaste und Protein wieder aus Reis und Erbse. Also oben nach wie vor Peanut, dann Banane und dann Brownie. Peanut finde ich echt sehr nice, muss ich sagen. Also sehr intensiver Erdnussgeschmack. Ein bisschen hat man dieses Pappige, das hat man ja oft bei Erdnuss. Also gerade wenn man auch selber irgendwie so Energy Balls mit Erdnuss macht oder so. Ich finde, man kriegt dieses Pappige selten raus. Und hier ist es auf jeden Fall auch. Aber es liegt halt, ja, wie gesagt, einfach in den Zutaten. Ist aber auf jeden Fall schön Peanut-y. Ja. Dann schmeckt das Protein leicht raus, würde ich sagen. Dann die Bananensorte, die finde ich grässlich. Also ich finde die Konsistenz weird. Kann jetzt auch sein, dass das irgendwie mit dem Molkeneiweiß zusammenhängt, weil ich das halt nicht erwartet habe. Aber das ist so ultra klebrig einfach nur. Und der Bananengeschmack ist mir viel zu intensiv und künstlich. Also es ist wie diese, kennt ihr diese Schaumbananen? Daran hat es mich erinnert. Finde ich schlimm. Ja. Ich bin ja aber eh nicht so der Bananenfan, deswegen vielleicht liegt es auch daran. Also wenn ihr Bananen mögt, vielleicht mögt ihr das dann auch. Aber es ist, wie gesagt, auf jeden Fall auch nicht vegan. Und unten dann Brownie fand ich, ja, da hat man das Protein am meisten rausgeschmeckt. War jetzt nicht so krass intensiv schokoladig. Wir haben hier auch die Cashews drin. Ich finde, man schmeckt das, also ich finde, man hat irgendwie eher so diese nussige Note. Und es ist nicht so süß, was ja eigentlich auch ganz gut ist, aber... ist ja trotzdem recht viel Süße eigentlich drin durch Dattel und Agave. Ich habe zwei neue Proteinriegel getestet in Bio, vegan, was ich ja immer sehr interesting finde, weil mein eigener Riegel ja auch Bio ist und ich weiß, was für ein Pain das sein kann. Deswegen bin ich da immer sehr neugierig, was andere Marken so machen. Und ich habe diese Marke bestellt, weil ich die auch für ein Proteinpulver-Test-Video getestet habe. Entweder ist das schon online, vermutlich aber noch nicht, wenn ihr dieses Video hier seht, weil das immer ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber die Riegel hier bekommt ihr auf jeden Fall schon mal. Das sind die zwei Sorten, Chocolate und Vanilla. Und wie gesagt, ist Bio. Und zwar ist das Protein aus Erbse, Reis und Hanf jeweils. Dann haben wir Datteln in der Basis mit drin. Kakaopulver, eben bei der Schokosorte. Dann ist Kokosmilchpulver mit drin. Kakaonips, Maltodextrin ist hier auch dabei. Aber ich glaube nur bei der, ja, auch das nur bei der Schokosorte. Interesting irgendwie. Quinoa ist mit dabei. Auch spannend. Gekeimtes Quinoa. Leinsamen. Genau, Bourbon-Vanille haben wir mit drin. Und Salz. Also sehr clean, die Zutaten auf jeden Fall. 60 Kalorien bzw. 154 Kalorien und 12,6 Gramm Protein bzw. 15,4. Also echt gute Nährwerte, was eben auch daran liegt, dass hier keine Schokohülle oder so drum ist. Also ich finde, der Chocolate hier, den kann man noch gut essen. Also es ist ein sehr intensiver Schokogeschmack. Also wirklich richtig rich, dark. Den könnte man wirklich Dark Chocolate nennen. Also ja, ist halt wirklich ein hoher Kakaoanteil, wirklich super, super intensiv. Den Vanille hier finde ich wirklich leider gar nicht gut. Also der ist extrem sandig. Die Riegel sind beide kaum süß, was ich nicht schlecht finde. Ich mag das ganz gerne, aber einfach objektive, so einfach ein Punkt, den ich hier nennen wollte. Also sehr wenig süß. Und ja, wie gesagt, bei dem Vanille ist zudem die Konsistenz, also der schmeckt nicht wirklich nach irgendwas, außer nach Erbsen, Reisprotein, sowas. Also wirklich dieses klassische vegane Protein-Ding. Also leider, wie gesagt, wirklich, wirklich gar nicht gut.
gut. Es gibt einen neuen Proteinriegel von Rawbite. Keine Sorge, ich weiß, den rosa, den gibt es schon sehr, sehr lange. Das war, glaube ich, auch mit einer der ersten Proteinriegel, die ich überhaupt gegessen habe. Beziehungsweise Rawbite generell sind so die ersten Riegel gewesen, die ich damals entdeckt habe. Und jetzt gibt es eine zweite Proteinsorte nach Jahren. Und zwar Smooth Kakao. Und hier ist einfach nur Protein. Ich glaube aber, dass da das Packaging noch das alte ist. Also ich glaube, hier steht inzwischen dann auch was anderes drauf. Und dieser Proteinschriftzug ist dann auch hier an der Seite. Generell auch das mit dem Grün hier. Ich glaube, ja, wie gesagt, also das Packaging von dem Rosanen ist, glaube ich, jetzt hier gerade im Moment noch das alte. Wird dann auch so aussehen wie dieses hier. Direkt im Vergleich. Und zwar erstmal, was die Zutaten und Nährwerte angeht. Hier oben die Zutaten getrocknete Datteln, das ist noch gleich. Dann kommt hier an zweiter Stelle aber die Rosinen. Die haben wir hier an dritter Stelle. Dafür kommen hier zuerst Mandeln. Hier wiederum haben wir Reisproteinpulver an dritter Stelle. Dann haben wir 15% Cashews. Hier haben wir Kürbiskerne zum Beispiel noch mit drin. Eben auch Reisprotein. Dann haben wir Kakaopulver, Kakaonips und eben auch Cashews mit drin. Hier haben wir ansonsten noch Sonnenblumenkerne, Kakaomasse, Kakaopulver und Vanillepulver. Und die Nährwerte müssen wir jetzt hier ein bisschen anders vergleichen, weil ihr seht vielleicht, das hier ist ein 45 Gramm Riegel. Also auf sowas auch immer achten, wenn ihr Nährwerte vergleichen wollt. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach hier die 100 Gramm Angaben. Deswegen hier oben einmal die Nährwerte auf 100 Gramm, 441 Kalorien. Und dann haben wir 21 Gramm Protein. Hier unten auf 100 Gramm, 429 Kalorien und ebenfalls 21 Gramm Protein. Also der hier hat jetzt nicht mehr Protein. Das ist keine Sorte mit mehr Protein, sondern eben einfach ein bisschen weniger Kalorien. Aber auch so, dass das jetzt auch nicht Riesenunterschied ist. Was man hier auf jeden Fall schon mal direkt im Querschnitt sieht, der hier unten ist dunkler, also schmeckt auf jeden Fall auch kakaoiger und der schmeckt auch deutlich mehr nach Reisprotein. Also da schmeckt man wirklich sehr, sehr doll Reisprotein raus. Das ist die Hauptnote, die man hier schmeckt. Ich würde sagen, bei dem Rosanen ist die Hauptnote Datteln. Also der schmeckt für mich sehr nach Datteln und Kakao einfach und der hier oben wirklich primär nach dem Reisprotein. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ganz klarer Fall, der Rosane hier ist deutlich besser. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Vor allem, weil die Sorten sich auch doch so ähnlich sind. Also, dass der eben auch mit Kakao ist. Und man das als zweite Sorte gemacht hat, das wird mir wirklich nicht schlüssig. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass sie den hier irgendwann rausnehmen werden jetzt. Was aktuell keinen Sinn macht, wenn sie das Packaging geändert haben. Aber ich check's nicht, ehrlich gesagt. Also, an deren Stelle hätte ich eine andere Sorte gemacht. Eine weitere Proteinsorte, sehr gerne, aber einfach ein anderes Flavor. Nichts, was so nah beieinander ist und dann auch noch schlechter ist als die erste Sorte. Also, I don't get it. Ich habe hier noch zwei Riegel, die auf jeden Fall keine Proteinriegel sind, aber die wollte ich schon länger mal testen und deswegen dürfen die hier mit rein. Die sind von Pausenfutter, habe ich jetzt in Alnatura entdeckt. Ich dachte eigentlich, die gibt es nur online, aber ich habe sie offline entdeckt und deswegen habe ich sie direkt mal mitgenommen. Das ist einmal ein Franzbrötchen-Creme-Riegel und eine Schokoladencreme-Riegel. Packaging ein bisschen komisch gemacht, weil das ist anders als hier. Das da oben ist praktischer für meine Videos. Aber ja, Zutaten auf jeden Fall mal. Das sind vegane und beide auch bio und ich glaube glutenfrei. Hafermehl, wir haben Dattel, wir haben Cashewmousse, Süßwurst mit Kokosblütenzucker, Reissirup. That's it. Also auf jeden Fall sehr natürliche Zutaten. Hier oben haben wir natürlich noch Zimt mit drin in dem Franzbrötchenriegel. Und dann die Nährwerte, wie gesagt, kein Proteinriegel, 40 Gramm Riegel, also ein bisschen weniger als die Hälfte, könnt ihr rechnen. Weiße Schokolade, damit bekommt man mich ja sowieso. Und ja, Franzbrötchen klingt so unfassbar lecker. Also Franzbrötchen, falls ihr die nicht kennt, das ist, glaube ich, soweit ich weiß, so ein Hamburg-Ding. Und die sind auch echt lecker. Mir ist es nun beides einfach wirklich viel zu süß. Also ich finde die unfassbar süß. Also der weiße nochmal einen Tick mehr als der dunkle. Ist ja meistens so. Weiße Schokolade ist einfach süßer. Ich mag aber ja weiße Schokolade eigentlich, aber das ist mir wirklich zu süß. Wer so herkömmliche Schokoriegel gerne mag, dem werden die mit Sicherheit schmecken. Nur ich esse sowas halt irgendwie nie. Also ich esse ja, wenn dann irgendwie Proteinriegel. Und die sind einfach immer einen Tick weniger süß als normale Schokoriegel. Dementsprechend, ja. Wenn ihr so normale Schokoriegel mögt und das in vegan haben wollt, dann sind die was für euch. Wie gesagt, sehr süß, schmecken wie eine Süßigkeit. Franzbrötchen-Ding hier hinten ist auf jeden Fall auch unfassbar zimtig, also trifft schon irgendwie so den Geschmack, würde ich sagen. Von More Nutrition gibt es neue Proteinriegel, die an Bärbels angelehnt sein sollen, diese Soft Bärbels-Riegel. Und die habe ich ja auch schon mit euch getestet, deswegen, ich kenne die definitiv. Und wir schauen uns, ob ich hier erstmal vorab Zutaten und Nährwerte natürlich an. Drei verschiedene Sorten. White Chocolate, Peanut Caramel und Chocolate Caramel.
Wir haben 50 Gramm, beim oberen hier 182 Kalorien, hier 191 und hier 192 Kalorien und jeweils 16 Gramm Protein. Zutaten zeige ich jetzt euch mal hier nur kurz oben, weil die eh relativ ähnlich sind überall. Süßungsmittel, Maltit, Xylit, Sucralose haben wir mit drin und leider auch hier Kollagenhydrolysat, also diese Riegel sind nicht vegetarisch. Wie gesagt, diese Peanut Caramel Sorte, die gibt es bei Bärbels und ich muss echt sagen, schmeckt auf jeden Fall genauso. Also ich habe zwar leider gerade keinen von denen von Bärbels da, aber ich finde, der sieht schon so aus, also auch mit dieser glatten Oberfläche und schmeckt für mich genauso wie der von Bärbels. Dann weiße Schokolade, finde ich sehr nice. Ihr wisst, ich liebe weiße Schokolade. Deswegen ist es quasi der einfach, ja, mit weißer Schokolade, auch sehr lecker. Wie gesagt, einfach wie die von Bärbels. Der hier oben, ich weiß nicht warum, irgendwie schmeckt der für mich ein bisschen lakritzig. Und ich hasse Lakritze, deswegen, den finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Es hat, also irgendwie hat es so eine Lakritznote mit drin. Ich weiß nicht, woher die kommt. An sich fände ich es, glaube ich, hier ganz geil, weil hier haben wir noch so einen Crunch mit diesen Soja Crispies drin. Aber wie gesagt, für mich irgendwie so eine komische Lakritznote. Muss allerdings sagen, ich habe gerade mal preislich gecheckt. Bei More Nutrition werden die in so Boxen verkauft. Und bei Bärbels gibt es sie auch online in Boxen. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil bei More Nutrition sind 10 Riegel in einer Box und bei Bärbels sind es 12. Deswegen auf den ersten Blick sehen die von More einen Ticken günstiger aus pro Box. Aber aufs Kilo gerechnet sind die von More 10 Euro teurer. Ich werde bei Bärbels bleiben. Ich habe 10 Riegel gefunden, und zwar solche gefüllten in zwei Sorten, Peanut und Brownie. Kollagen drin, leider, in beiden Sorten. Ansonsten, aber auf jeden Fall nicht an erster Stelle, heißt das Protein kommt nicht hauptsächlich daraus, aber es ist eben drin und damit nicht mehr vegetarisch. Gesüßt wird hier mit Maltit und Sucralose, ansonsten haben wir noch Dextrin mit drin, Sorbit ist mit drin, 45 Gramm Riegel, 182 bzw. 186 Kalorien und 15 Gramm Protein. Und so schauen die dann aus. Und ich muss sagen, die sind echt lecker. Also vor allem die Protein-Karamellsorte hier. Ihr seht auch, wie das Karamell hier rausgeflossen kommt. Konsistenz ist auch top, also richtig schön fluffig. Dadurch, dass ich nicht mehr ganz so häufig solche Proteinriegel esse, auch wenn das durch diesen Test gerade einen anderen Eindruck macht. Aber ich teste die ja einfach so für euch. So im Alltag würde ich mir behaupten, esse ich nicht mehr ganz so häufig solche Riegel, sondern eher meinen eigenen zum Beispiel. Dementsprechend, ja, es ist alles immer ein bisschen natürlicher, was ich sonst so esse. Und wie gesagt, ich glaube, dadurch haben sich meine Geschmacksknospen einfach so ein bisschen verändert. Aber ich muss trotzdem, wie gesagt, dazu sagen, finde ich lecker. Wir haben hier außenrum auch so Crisps noch mit drauf, beziehungsweise hier sind es eben Erdnüsse und hier solche Crispies. Ja, geschmacklich, preislich, kann man da wirklich nichts sagen. Und das war es auch schon wieder mit Riegeltestnummer. Keine Ahnung, wie viel das inzwischen sind. Auf jeden Fall einige. Ich habe auch eine Playlist mit all den Protein-Riegeltest-Videos, die ich schon bisher so gemacht habe. Werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Könnt ihr da anschauen. Ansonsten kommentiert mir gerne mal euren absoluten Lieblings-Proteinriegel. Weil ich überlege, ob ich nicht selber auch mal so ein Top-10-Proteinriegel-Video mache. Irgendwie sowas in die Richtung. Lasst mich mal gerne wissen, ob euch das interessieren würde. Dann kann ich das gerne mal machen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben. Kommentar, freut mich sehr drüber. Gerne auch ein Follow, so ist nicht, ne? Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.